Also, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute die letzte Dreiviertelstunde vor dem Fernseher verfolgt haben und gesagt haben, ich kann es nicht mehr hören. Warum? Weil hier ist wieder wirklich in Reinkultur die Opferrolle gepflegt worden. Das ist alles rückwärtsgewandt. Das bringt uns nicht einen Schritt weiter. Aber das war doch vor zwei Wochen oder so, dass Frau Naas in der Bank war. Nein, ich weiß, Sie werden immer noch jede Woche. Die Analyse ist wichtig. Solange wir diese Analyse nicht machen, kommen wir nicht weiter. Es gibt Studien. Nicht alle übereinander. Da versteht man nichts mehr. Es bringt nichts, wenn wir alle übereinander sprechen. Sie werden immer noch jede Woche gefragt, ob Sie Deutsch sprechen oder nicht, das kommt Herr Buschkopf, in jeder lesen Sie Talkshow Studien, zum Beispiel von Professor Heitzmeier. Köln, Nord, sind 80% der jungen Leute, die auf der Straße sind Kinder von Einwanderern. Und die werden permanent, wie Sie es vorhin dargestellt haben, von den 20% Deutschen, die es noch gibt, beleidigt, bedroht und unterdrückt. Das ist doch einfach hirnrissig. Das ist hirnrissig. Das hat doch mit der Polizei. Dann sage ich Ihnen, was passiert. Das hat doch mit dem wahren Leben überhaupt nichts. Überhaupt nein, nicht. Das ist so realitätsfern, was ich die ganze Zeit auf der Straße erlebe. Aber diese Jugendlichen erleben das. Ich habe Ihnen die Ausländerbehörde. Ich habe die ganze Zeit Ihnen zugehört. Heute noch. Ich habe Ihnen die ganze Zeit zugehört. Und diese Form, den anderen, wenn er antwortet, zu überbrüllen, ist nicht gerade ein Zeichen von Gesprächskultur. Um das mal in aller Ruhe zu sagen. Und ich sage Ihnen mal was. Das ist ein öffentliches Papier aus dem Jahre 2011 aus einer Neuköllner Schule. Und da beschreiben Lehrer ihre heutige Situation. Und daraus leite ich Ihnen meine These für die Zukunft ab. Das Kollegium kommt an die Grenze seiner Belastbarkeit durch geringe Lernbereitschaft, mangelnde Sprachkompetenz, fehlendes Arbeitsmaterial, vermehrte Verspätungen und Schuldistanz, massive Störungen des Unterrichts, Missachtung der Schule durch Zerstören von Möbeljahr, Müll auf den Boden werfen, urinieren in die Aufgänge, spucken auf den Boden, Treppengeländer und Türklinken abtreten, zunehmende Respektlosigkeit, Gewaltbereitschaft und Gewaltausübung gegenüber Mitschülern, Schülern, Lehrerinnen und Lehrern. Und das ist alles die Folge von Beleidigungen. Also hören Sie mal, da müssen wir uns doch mal ein bisschen fragen, was das für ein Verhalten ist. Und ich sage Ihnen, was das für ein Verhalten ist. Nee, Sie wollten uns sagen, was man daraus machen kann, wie Ihre These ist. Das ist das Verhalten einer mangelnden Kinderstube und einer mangelnden Erziehung und mangelnder mangelnder Sozialkompetenz. So einfach ist das. Und jetzt kommen wir zur Frage, was heißt das eigentlich, weil ich bin eigentlich hier heute hergekommen, nicht um wiederum die letzten 50 Jahre zu diskutieren, eben. Das habe ich schon in 378 Talkshows gemacht. Heute können wir das mal, ich sage Ihnen, bei den unter 5-Jährigen beträgt der Anteil der Einwandererkinder 35% mit steigender Tendenz. Das heißt, der Wohlstand und der Lebensstandard in diesem Land hängt davon ab, dass wir diese Kinder in dieses Gesellschaftssystem integrieren, dass wir es schaffen und dass sie zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Richtig. Das ist heute nicht der Fall. Ja, warum denn? Sondern nicht? Wir lassen sie stehen. Warum denn nicht? So. Und nun müssen wir schauen, wo kommt das her? Welche Konsequenzen haben Kinder aus bildungsorientierten Haushalten besuchen zu 40% ein Gymnasium. Mhm. Der durchschnittliche Anteil von Kindern aus türkischen Haushalten im Gymnasium beträgt 9,5%. So, wo kommen denn diese Unterschiede her? Nee, Herr Buschkowski, jetzt haben wir ganz viele Zahlen gehört. Ich bin total verwirrt schon. Ich frage Sie nochmal, was genau und schlagen Sie vor, was jetzt für eine Konsequenz das zu ziehen ist aus dem Zustand? Man muss sich an diesen Mängeln orientieren. Hm. Und man kann nicht immer sagen, daran ist die Schule schuld, weil 65% aller befragten Eltern sagen, mein Kind ist in der Schule schlecht, weil die Lehrer Rassisten und Nazis sind. So. Und diese Schuldzuweisungen bringen uns nicht weiter. Das heißt, ich muss es schaffen, dass ich das Schulsystem von den Eltern, von in der bildungsfernen Schicht abkopple. Okay. Das heißt,
Kindergarten. Ja. Ich sage auch Kindergartenpflicht. Ja. Ich sage Ganztagsschule. Ja. Sehr gut. Die Kinder müssen aus diesem Milieu raus, damit sie sich selbst emanzipieren und sagen, so wie meine Eltern gelebt haben, so möchte ich nicht leben. Und so wie ich aufgewachsen bin, so möchte ich auch nicht, völlig dass meine richtig. Kinder aufwachsen. Sehr gut. Ja, und also völlig falsche Feindbilder. Und das heißt aber das heißt, dass wir auch den Eltern sagen müssen, du musst dich darum kümmern, dass dein Kind lernt, du musst dich um die Schulkarriere kümmern. Mhm. Und ich kann mich nicht immer hinsetzen und sagen, die Deutschen beleidigen mich, also kann ich gar nichts dafür, dass mein Kind nichts lernt.